Wenn eine Horde Kinder auf Kommando losstürmt, dann muss es etwas umsonst geben. In dem Fall Ostereier. Und wenn es um Ostereier suchen geht, scheint die Begeisterung bei den Kleinen ungebrochen. Kaum zu glauben, aber das sah vorher noch so aus. Die Ruhe vor dem Sturm. Denn zunächst einmal müssen die Eier versteckt werden. Und der Osterhase bei Joska in Bodenmais ist der Chef höchstpersönlich. Geschäftsführer Josef Kagerbauer verteilt gemeinsam mit seinen Helfern nicht nur die insgesamt 3000 Glaseier, sondern auch noch 3000 Schokoeier. Bei Joska hat die Eiersuche an Ostern Tradition. Ja, wir machen das jetzt, glaube ich, zum 10. Mal mittlerweile und es wird von Jahr zu Jahr wird der Hype größer. Schön, da freuen wir uns natürlich. Und obwohl Osterhase Kagerbauer seine Eier so gut es geht versteckt, bleibt kein einziges übrig. Dafür garantiere ich. Er sollte recht behalten. Nach wenigen Minuten war das Feld leergeräumt. Alle Eier waren gefunden. Da half auch alles Umgraben nichts mehr. Diejenigen, die welche gefunden hatten, waren natürlich happy. Erzähl doch mal, wo hast du das denn gefunden? Da hinten im Gestrüpp. Im Gestrüpp? Aha, das ist da bei den Dornenbüschen gelegen und das hat immer geholt. Ich habe das gefunden. Das war schwer? Ja. Okay. Und du, hast du auch ein Osterei gefunden? Und wer kriegt jetzt? Hm? Ich. Du? Nicht die Mama und der Papa? Doch. Du warst auch erfolgreich? Ja. Nur meine Schwester hat leider keins gefunden. Aber ich mag auch schöne Schokolade. Klar, nicht jeder hatte Glück. Schließlich gilt bei der Eiersuche, wie überall im Leben, das Recht des Stärkeren und Schnelleren. Wie viel hast du gefunden? Ja, das eine habe ich geschenkt bekommen. Ich habe einfach nichts gefunden. Waren die anderen schneller? Glaub schon. Es ist halt schwer. Warum schwer? Es sind größere, die rennen halt vor und man hat halt auch keinen Überblick, weil man halt nur denkt, ja, ich muss jetzt losrennen. Okay. Aber du hast eins gefunden? Ja, eins. Und wer kriegt es? Das ist für die Sammlung zu Hause. Wer leer ausgegangen war, musste sich aber nicht ärgern. Immerhin gab es für sie einen Trostpreis. Und für die ganz Traurigen spendete auch der echte Osterhase Trost. Trösten gehört auch dazu, das mache ich sehr, sehr gerne, weil für mich Menschlichkeit eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Dann nimmt man die Kinder in den Arm, tröstet sie. Und wenn man denen helfen kann, bekommen sie natürlich auch noch ein Geschenk, was sie vorher nicht bekommen haben. So gab es beim Ostereiersuchen keine Verlierer, sondern nur Gewinner.